Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge beginnt mit einem großen Dankeschön für alle Tierfreundinnen und Tierfreunde, die am vergangenen Samstag zur Tierweihnacht so zahlreich gekommen sind. Sie haben mit Futter, Sach- und Geldspenden den gestrandeten Tieren Achtung und Mitgefühl gezeigt. Der Tierschutzverein mit seiner Vorsitzenden Bärbel Bärwolf und Tierheimleiterin Katrin Mattes sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims wollen auf diesem Weg ihren großen Dank ausdrücken. Heute wird ein Kater vorgestellt, der vor einem halben Jahr verletzt gefunden wurde. Leider haben sich seine Besitzer nicht gemeldet. Das Katerchen ist sehr schüchtern und versteckt sich, wenn fremde Menschen kommen. Deshalb hatte er noch keine Chance, ein neues Zuhause zu finden. Von den Mitarbeitern des Katzenhauses lässt er sich anfassen und nehmen. Er würde sich in einem eigenen Zuhause sicher schnell an seine Menschen gewöhnen. In der Arche Noah lebt er mit 3 Katzendamen, die auch eher fremden Menschen aus dem Weg gehen. Alle suchen ein Zuhause, aber heute soll das schüchterne Katerchen im Fokus stehen. Er möchte ein ruhiges Umfeld, am besten wohl ohne Kinder. Freigang allerdings braucht er unbedingt, der schöne Kater. Durchs Revier streifen, auf Mäusejagd gehen und ein schönes Plätzchen im Haus, das wäre das perfekte Katzenleben für Schnurri. Fast alle gefundenen Katzen, die zu ihrem Schutz zu Arche Noah kommen, haben mit Freigang gelebt und fühlen sich in der Begrenzung der Zäune eingeengt. Sehnsüchtig beobachten sie das Leben in freier Natur. Der Kater wurde in der Arche Noah bereits kastriert, so dass er nicht mehr für ungewollten Nachwuchs sorgen kann.